Mahlzeit, ihr Schlawiner Knochen, wieder hier. Heute fahre ich gar nichts. Das ist Gaijins, Wargames, Knaller April, Scherz. Ein U-Boot, welches nicht zu fahren ist. Typ SH, was auch immer SH bedeutet. Circa Stufe 5, wie man hier sieht. Halb Schrimp, halb Hai. Beziehungsweise andersrum, halb Hai, halb Schrimp. Lebensdauer eine Woche und danach, wenn das Ding verschwindet, behält man halt den Platz. Gut, ich kann eh schon nicht genug sehen hier. Was ich an Schiffen habe, es ist nicht so modifiziert. Das soll tatsächlich der Scherz sein. Ich habe gelesen, dass Leute meinten, das sollte ursprünglich fahrbar sein, sodass halt nur diese U-Boote gegen andere, also gegnerische U-Boote, genau dieselben, halt fahren können und irgendwie aufgrund welcher Bugs wahrscheinlich nicht funktionstüchtig ist und deshalb jetzt nicht zu spielen ist. Das ist also mit der bekackteste April-Scherz, den es hier von Wargaming bisher gab. Ist überhaupt der bekackteste, alle anderen waren ja in Ordnung, wenn man an letztes Jahr denkt. Hier sieht man, der Herr heißt Russian Bias, ich kann auch nichts ins Gefecht machen. Zieht nicht einfach mit einem U-Boot in die Schlacht. So sieht das aus. Das finden die witzig, ich finde es eigentlich nicht so witzig. Dann hätten sie komplett alles wegnehmen sollen. So hat man hier nur ein bisschen was zu lesen. Ja, Aquafarma, Russian Bias, schade. Hab schon länger nicht gespielt, habe das Ding erst gar nicht gesehen, bis ich ganz nach hinten geklickt habe. Ich dachte, muss ja irgendwas geben hier. Hab mal halt im Netz geguckt und nur das gefunden, dass es halt eben nicht zu fahren ist. Und das ist eigentlich voll scheiße. Ich kann auch auswählen, was ich hier will. Das geht nicht. Andere haben gesagt, wenn sie das versehentlich mit einer Division benutzt haben, ist alles eingefroren oder wollte ewig laden. Und ja, das war's von hier. Haha, selten so gelacht. Viel Spaß noch beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao.